Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 50 Jahren von hier Lesen, Schreiben und Rechnen noch wirklich elementare Kulturtechniken für Menschen sind. Das geschriebene Wort wird ja inzwischen doch sehr, sehr weitgehend durch das gesprochene Wort, durch das Videoformat substituiert. Das ist ja das ganze Wachstum bei YouTube. Das Rechnen übernehmen längst Maschinen. Ich muss Methoden beherrschen und bewerten können. Ich muss aber nicht mehr die Inhalte wissen. Wir kommen zu einer anderen Form von medialer Kompetenz, die Menschen anstelle von Rechnen, Schreiben und Lesen haben müssen. Und dann müssen wir uns natürlich auch rechtzeitig Gedanken machen, wie sehen denn dann die Prozesse aus, damit ich in einem solchen gesellschaftlichen Umfeld überhaupt erfolgreich arbeiten kann. Nach wie vor finde ich den Zusammenhang von digitalem Lernen und lebenslangen Lernen für substanziell und wesentlich wichtig. Und das ist auch unser Hauptinteresse. Wir haben unsere digitale Agenda für dieses Jahr unter das Motto gesetzt, Lernen 4.0, Innovation des Lernens, Lernen für Innovation. Hier geht es auch um die Erkenntnisse, die die Amerikaner aus ihren offenen Kursen gezogen hatten, wo man fast denken kann, sie fangen jetzt an, deutsche Fachhochschulen zu erfinden, plötzlich mit dem Loblied auf Anwendungs- und Praxisorientierung, Employability. Das ist ja eigentlich etwas, was unsere Stärke seit vielen Jahren ist. Und dann, denke ich, ist es auch richtig, wenn wir jetzt hingehen, wenn wir dieses Jahr inhaltlich schon können, dass wir sagen, okay, und da können wir mitspielen, wir können hier auch etwas tun. Und wir müssen hier genau die Lernmethoden entwickeln und vorhalten, die eigentlich Menschen in einer Internetgesellschaft tatsächlich brauchen. Und das ist eine ganz andere Form von Wissenserwerb und kontinuierlichem Wissenserwerb als das, was wir all die Jahrhunderte vorher hatten. Die Lehre wird in der nächsten Zeit nicht wirklich so bleiben können, wie sie ist, weil es nicht mehr darum geht, etwas zu wissen. Alles, was ich wissen muss, finde ich ja eigentlich im Netz. Sondern es geht darum, dass ich in der Lage bin, mir schnell Sachverhalte zu erschließen unter Nutzung des Netzes, meinen Kompetenzaufbau mit anderen erfolgreich zu gestalten. Wenn ich über diese Fähigkeiten verfüge, dann bin ich auch in der Lage, das, was ich an beruflichen Herausforderungen vor mir habe, mir erfolgreich anzueignen und mich weiterzuentwickeln. Und die Geschwindigkeit, in der ich das verändern muss, die nimmt ja sehr, sehr zu. Und dafür kann ich mir nicht vorstellen, dass es da wirklich Alternativen gibt, dieses anders als digital zu lernen. Und in spätestens 15 Jahren von hier werden Menschen auch gar nicht verstehen, dass man anders als digital lernen kann, weil sie auch gar nicht mehr verstehen, dass man anders als digital leben kann. Und das wird nicht mehr so weit von uns fern sein. Wir müssen jetzt gucken, wo unsere Wettbewerbsstärke liegt. Ich will das Thema Deutsch gar nicht fokussieren, weil ich denke, unsere Zukunft kann nur eine globale sein. Eine Industrie 4.0 ist anders als global nicht denkbar. In diesem Kontext müssen wir aber denken, wo sind wir denn überhaupt global wettbewerbsfähig? Und da können wir schon Anteile finden. Ich denke, in unserer Art von Zugang auf Bildung, auch hochschulischer Bildung, können wir schon Dinge herauskristallisieren, die für Menschen von hohem Nutzen sind. Das ist jetzt insbesondere das Gebiet, wo es darum geht, auf akademischem Niveau Menschen dazu zu qualifizieren, anwendungsorientiert, praxisorientiert befähigt zu sein. Das wird sich ändern, aber dieses grundsätzliche Wissen haben wir ja. Und wir müssen jetzt dran gehen, dieses in die Welt hinaus zu bringen, auch in die offenen Formate hinauszubringen, um zu zeigen, es gibt ja auch noch Alternativen und dann hoffen, dass wir dafür auch Teilnehmer bekommen. Andererseits, ich bin ja nur Maschinenbauer und als Maschinenbauer bin ich ja eigentlich nicht so skeptisch, dass wir mit dem, was wir tun, auch international wettbewerbsfähig sind. Hier müssen wir nur gucken, wo wir stark sind und das müssen wir dann aber auch konsequent nutzen und da weiter vorgehen.